die Abstände gefunden haben, um sauber im Zweikampf zu kommen, um das Spiel sauber anzunehmen. Das ist damit verlaufen, der ersten Halbzeit ist. Was uns im Verlauf der ersten Halbzeit dann besser gelungen ist, bis zur Halbzeit waren wir dann ganz gut drin im Spiel. Wir haben trotzdem getauscht, um Daniel Reiche halt auf Sechserposition zu ziehen, auch um Berzel hinten reinzunehmen, um sicher zu sein, dass wir die Zweikämpfe weiter so gut annehmen, wie wir es am Ende der ersten Halbzeit gemacht haben. Ich denke, Chancen plus für Dortmund war da. Ist aber so irgendwo ein hässlicher Punkt. Ja, den musst du dann einfach mitnehmen, wenn nach vorne nichts geht. Den wir mit ein bisschen Glück hätten wir auch eine Chance reintun können. Auf der anderen Seite hat Dortmund gute Chancen gehabt. Ich habe, ich war nicht der Einzige, in der 20. Minute einen Strafstoß von uns gesehen, der nicht gepfiffen wurde. An Benny Kaufmann am 16er Eck. Aber gut, es ist so, wie es ist. Wir sind froh, dass wir auswärts jetzt endlich mal was mitgenommen haben. Auch wenn es nur ein Punkt ist, wenn man das Spiel dann im Ganzen sieht, sagt man, okay, den Punkt nimmt man mit. Und das ist auch wichtig für uns, das zweite Mal in Folge zu Null gespielt zu haben in unserer Situation. Von daher sind wir nicht unzufrieden, dass am Ende dann nur ein Punkt ist. Von der Entwicklung her, wie die Mannschaft das gemacht hat, wie sie gekämpft hat bis zum Schluss, wie sie auch verteidigt, wie sie mit dem letzten Mann auch auf der Linie reinschmeißt, um einen Torschuss halt nicht zuzulassen, das haben wir gut gemacht. Und jetzt geht es ja halt darum, dass wir zu Hause gegen Saarbrücken spielerisch wieder mehr Akzente setzen können und auch mehr klare Torchancen auszuspielen, nicht so viele Standards gegen uns zuzulassen. Das ist auch mal ein Zeichen dafür, dass die Zweikampfführung noch besser werden muss. Aber das ist dann halt Aufgabe der nächsten Trainingstage. Dankeschön. Ja, Dankeschön. David, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich will es mal so sagen. Die Stimmung ist ein bisschen ähnlich wie am vergangenen Samstag. Ich bin nicht enttäuscht über die Leistung der Mannschaft und es ist wieder nötig, die Spielleistung vom Ergebnis zu trennen. Es ist eher ein bisschen Verärgerung, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, weil zum wiederholten Male jetzt, also zum dritten Male eigentlich jetzt in Folge mit Stuttgarter Kickers in Unterhaching und auch heute haben die Jungs ein gutes Spiel gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Die ersten 20, 25 Minuten war sogar sehr gut. Da haben wir den Gegner beherrscht. In der Folge haben wir ihn, glaube ich, kontrolliert. Ich habe ein klares Chancenplus vor uns gesehen von eigentlich 500%igen Torchancen, wo auch ein Tor dabei war, was leider nicht gegeben wurde, aus für mich eigentlich unerfindlichen Gründen. Dementsprechend kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, wie sie das Spiel gespielt haben. Der Vorwurf bleibt heute die Chancenbewertung. Letzte Woche, vor 3 Tagen, kriegen wir 3 Tore. Wir sind verärgert, weil wir nicht gewinnen. Heute kriegen wir kein Tor. Wir sind verärgert, weil wir nicht gewinnen. Also das Positive ist, wir haben das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Und das Positive ist, dass wir auf einem ordentlichen Weg sind, unsere spielerische Leistung weiter zu entwickeln. Und das ist jetzt erstmal das, was für uns zählt. Dass wir weiterhin ordentlich Fußball spielen, uns wieder einen Chancenplus erspielen, auch ordentlich verteidigen und dann werden die Ergebnisse sicher auch in naher Zukunft kommen. Wir hatten so eine ähnliche Saison ja auch schon, oder ähnliche Phasen in der letzten Saison schon, dass man Spielleistung und Ergebnis einfach ein bisschen trennen muss. Wir tun das gerade im Moment, was nicht gerade angenehm ist. Allerdings ist das im Prinzip jetzt einfach die Situation. Wir gucken auch das Positive und das war, wie gesagt, was die Jungs heute angeboten haben. Ansonsten möchte ich gerne anmerken, dass ich mich absolut solidarisch zeige zu dem, was die Fans da heute im Stadion aufgehangen haben, was mit der Ansetzung, der zeitgleichen Ansetzung, dem, was da gerade läuft und unserem Spiel passiert. Ich denke, 310 Zuschauer heute bei so einem Drittligaspiel ist alles andere als dem Rahmen würdig, aber das ist einzig und allein der Spielansetzung geschuldet, weil wer gesehen hat, wie viele Leute hierher kommen und sich für uns interessieren, wenn die Spielansetzung nicht zeitgleich ist, der hat kein Verständnis dafür, wie man sowas machen kann. Ja, das ist Babelsberg, die bringen 2 Busse mit, nette Leute, ich kenne den einen oder anderen von denen,
kann ich nicht verstehen, warum wir da nicht morgen spielen können, wo dann auch wieder 2000 mit uns dabei sind. Vielen Dank. Ja, danke, David. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wir wollten heute das Spiel weiter gucken, oder? Vielleicht ein paar Worte zum Neuzugang. Ja, ich denke, Ballint hat seine Sache ordentlich gemacht, hat natürlich eine große Kopfballchance, die er leider nach knapp 10 Minuten nicht genutzt hat. Hat da vorne versucht, die Bälle festzumachen. Dafür, dass er jetzt knapp 10 Tage bei uns mittrainiert, ja auch nicht so im richtigen Rhythmus ist, war das, denke ich, ein ordentliches Debüt. Der Junge kann trotz seiner Körpergröße mit der Murmel was anfangen. Da ist uns bestimmt einer zugelaufen, mit dem wir in der Zukunft arbeiten können. Keine Frage. Tut uns gut. Gibt es weitere Fragen? Nicht. Dann sage ich Dankeschön für